Gibt eine schönere als Wochenende, eine leckere Weiße in der Hand und nichts zu tun. Nichts zu tun? Da war doch noch was. Laut E-Mail sollte ich heute Morgen ein Paket bekommen zwischen 9.51 Uhr und 10.51 Uhr. Und tatsächlich, genau dazwischen kam der DPD-Mann. Ein Paket. Tada! So, nun ist doch Tatsache noch, nachdem ich mich beschwert, es für zu viel gesagt, ich habe mal angefragt, wo denn mein DPD-Paket bleibt. Und dann hatte ich feststellen müssen, der hat es noch nicht weggeschickt. Jedenfalls stand da in dieser, die haben ja dann nur so eine Anfrage, dass sie ein Paket bekommen, was sie wegschicken, was sie transportieren sollen. Da stand weder Gewicht noch Zeit drin. Und jetzt hat der reagiert, der Händler, und hat das irgendwie auf schnell Transport gemacht, keine Ahnung. Jedenfalls ist es jetzt wohl da. Wir packen das jetzt mal aus. Und wir hoffen alle, dass da das drin ist, was wir uns wünschen. Nämlich eine neue Zentralverriegelungspumpe für das Coupé. Nee, ist nur Papier drin. Pech. Oh, nee, doch nicht. Eine Pumpe. Und rein optisch auch noch das passende. Na, ich bin gespannt. Da steht ja drauf Audi 80 21 Kombi. Was die 21 ist, 2,1 Liter. Keine Ahnung. Ja, dann drück mal die Daumen, dass das Ding funktioniert. Das werden wir ausprobieren. Da ist sie, die neue gebrauchte. Und im Gegensatz zur Auktion, wo stand, dass das ein Typ E ist, ist das ein Typ A. Kann man wahrscheinlich nicht erkennen, aber ihr könnt es mir glauben. Ist also auch eine der ersten Generationen. Naja, schauen wir mal, ob das Teil noch tut, was das soll. So, jetzt werden wir das Ding erstmal probehalber montieren. Um zu gucken, ob es funktioniert. Dazu machen wir hier die Stecker erstmal wieder rauf. Und den Schlauch. Und den Strom. Und dann müssen wir mal gucken, ob die Sicherung drin bleibt. So, dran ist sie erstmal. Jetzt schauen wir mal nach der Sicherung. Wir erinnern uns, das ist Sicherung Nummer 19, 10 Ampere. Die ist hier. Die ziehen wir mal raus. Ist noch ganz. Kann man wahrscheinlich erkennen. So. Jetzt ist die Frage, wie bringt man jetzt die Pumpe dazu zu arbeiten? Reicht da ein einfaches Abschließen oder eher nicht? Ich weiß nicht. So, wenn man jetzt da drüben mal guckt an der Beifahrertür, ich schließe jetzt mal ab. Ist jetzt auf der Kofferraum zu. Wo ist der Kofferraum auf? Pumpe okay. Tankklappe. Jetzt geht's zurück an den Einbau. Tankklappe. Auf. Probieren Sie mal selber. Zu. Auf. Okay. Na, Mikisch? So, Kinder, jetzt seht ihr ja an den Rückbau. Könnt ihr ja dann rückwärts laufen lassen, dann seht ihr, wie man es ausbaut.
kleiner Witz. So, also die Pumpe selber ist hier in so einem Stoff verpackt, damit sie nicht so laut ist, damit sie gut geschützt ist. Da muss sie jetzt auch wieder rein in diese Zeug. Die liegt hier einfach praktisch nur falsch rum. Die liegt hier praktisch einfach nur drinne und wird mit so einem Art Kabelbinder gehalten. Ich zeige euch das gleich. So, wie so eine Schuhverpackung. So, das ist diese Teil hier. Das ist so ein Kabelbinder, den man wieder öffnen kann. Ich hatte den auch wieder geöffnet. Den machen wir jetzt da einfach wieder drum. Das ist auch gleichzeitig, wie gesagt, dass die keinen Lärm verursacht, wenn die hier in der Seitenverkleidung steckt. So, und dann stecken wir sie hier einfach wieder rein. So, das war schon alles. Jetzt müssen wir uns das Seitenteil gleich holen. Da müssen wir darauf achten, dass wir die Lautsprecher wieder anschließen. Das sind Lautsprecher mit eigenem Verstärker, deswegen sind hier so viel Kabel. Hier ist auch nochmal Plus Minus drauf. Und dann können wir das Seitenteil vorsichtig wieder versuchen anzubauen. Das machen wir jetzt mal. So, dann haben wir jetzt hier die Stecker. Die kann man im Grunde nicht falsch rum machen, weil der Kleine, der hat hier oben diese Rundung. Und das Gegenstück befindet sich natürlich hier am Lautsprecher. So einmal. Und bei dem Stecker sind das hier zwei diese kleinen Führungsschienen, die dann natürlich als Pendant hier an dem Stecker auch wieder sind. So. Und das Ding in der Mitte? Jetzt ist das wieder verkabelt. Das Ding in der Mitte ist nur eine Brücke. Das macht einfach nur einen Kontakt zu der Stecker, den haben wir ja nicht rausgezogen. Mhm. So, und jetzt kommt dann der schwierige Part, das Ding hier wieder einzuhängen. Das ist nicht so einfach. Mal nach oben. Die Löcher sind wieder da, wo sie sollen. Schon mal ganz gut. Aber hier hat es sich noch nicht eingehakt. Nicht so gut. Das ist viel höher, das Loch, als man denkt. Welche würdest du denn sagen, ist denn die richtige? Ich glaube, die hier mit dieser Rosette. So, die ist drin. Schön. Meine Kamerafrau stöhnt unheimlich. Warum? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier wieder einigermaßen hinbekommen. Und soll. Okay. Ein schwarzer also. Ja, diese hier mit der Unterlegscheibe dran. Also da kommt eine andere mit Unterlegscheibe, aber die sind viel, viel größer. Das ist hier nur eine kleine. Wieder ins Fett gefasst. Ekelig. So. Das Teil ist erstmal wieder dran. Ne? Kommt da auch eine Blende vor? Eine Blende? So eine Blendkappe. Ja, da ist auch eine Blende für. Ist da.
Das ist korrekt. Gucken. Nee, ist zu kurz. Da ist nichts. Diese kleine silberne hier noch in das Loch an der Plastikschiene. Die hat irgendwie, tritt die durch. Müssen wir uns was Größeres besorgen. Die hält hier nicht mehr. Dieses Mist. Jetzt muss dieses Kunststoffteil, wo der Hochtöner mit drin ist, hier wieder so verschraubt werden, dass der das Seitenteil mithält und gleichzeitig noch schön aussieht. Was nicht so einfach ist. Kommt. Das ist ein ganz toller Konstrukt hier. Da brauchen wir dann gleich ein Vergaserschraubendreher. Ansonsten kommt man an die Schraube ja nicht ran, die hier irgendwo ist. Das heißt, es ist hier so ein kleiner Vergaserschraubendreher. Und da muss man mal schauen. Das ist ein kleiner gelber Schraubenzieher. Ob man hier zum Schrauben ankommt. Also ihr seht, mit einem größeren kommt man hier nie ran. So, das ist okay, der Teppich. Jetzt müssen wir die vorne noch rindrehen. Das ist hier oben. Das ist auch nicht so einfach. Da macht sich auch am besten wieder der Vergaser-Schraubendreher. Alles andere wäre zu lang. So, das ist fest. Das ist bestimmt wieder so ein Knarrteil. So, dann kommt hier der Gurtbringer wieder rein. Der ist auch wieder fest. Kann man das sehen hier, diese Plastikteil. Der hat ja hier so eine Lasche dran, der den Gurt praktisch so ein bisschen nach vorne bringt. Okay. Hier ist alles wieder schön, hier oben auch. Gut, jetzt muss das Seitenpolster wieder ran, das ist dieses hier. Das muss jetzt auch wieder verschraubt werden. Und da kommt gleichzeitig, warte mal, ich hole das Teil mal. Da kommt gleichzeitig die Arretierung für die Rückenlehne wieder mit ran. Also so, hier hakt dann praktisch die Rückenlehne ein, die ist ja umklappbar. Das werden wir jetzt mal einhängen, das Teil. So, diese Teil muss jetzt hier wieder in die nicht vorhandenen Loch passen.
ist natürlich noch fettig vom letzten Mal. Ich habe das schon abgewischt, aber das reicht schon immer nicht. So, jetzt hat er geschnackelt. Ja, wenn das fettig ist, bringt das wirklich nichts. Dann kann man hier nicht gut arbeiten. Normalerweise hält man hier jeden. Hier ist ein Innenbusaufnahme. Die ist aber völlig vergurkt mittlerweile. Also da kann ich nicht mehr jeden halten. Jetzt kicken wir mal, was das war hier. 19. Nee. Nee, 17. Auch nicht. 18. So, jetzt kriegen wir da langsam Festigkeit drin. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch passt. Sieht gut aus. Hat eingeschnabbelt. Okay, weiter geht's. Oh, trotz Flugzeug ist hier der Tüte Kartoffelsalatfett. Nee, Quatsch, das ist hier in Wirklichkeit, das ist hier schönes Staucherfett. Genau das Richtige für diese Verbindung, die meine Frau jetzt fetten wird. Hier ran, das Zeug. Das ist so ein Zeug, das wird auch nicht so dünn, dass es anfängt zu laufen. Das wollen wir ja auch im Auto nicht. Aber es soll halt so fetten, dass es eben schön leichtgängig ist und vor allen Dingen nicht quietscht. Gut. Sehr schön. Alles klar. Jetzt machen wir mit der Sitzbank weiter. Hier noch hin, nachdem wir alles, was wir nicht brauchen, da weg haben. Da ist der Gurt, muss da noch hochgehoben werden. Oh, eine Wespe. Geh weg. So. Und dann haben wir hier Befestigung mit zwei Schrauben. Jetzt sind die beiden schwarzen hier. Und dann kann man hier schon wieder wunderbar sitzen. Hört ich nicht so mit meinem Kopf. Ist ein bisschen eng hier oben. Und jetzt hier eine Anschnalle. Wo ist denn das Ding? Eieiei. Ein bisschen eng. Vor mir sitzt jetzt noch so ein dicker. Na gut, jetzt ist Platz. Ich war so ein dünner Mensch, kann ja vorne ja nicht sitzen. Ja, aber ansonsten. Solange hinten offen ist, ist es okay. Wenn das hier zu ist, dann. Deswegen ist es ja ein Coupé. Am besten man nimmt nur maximal zwei Menschen fahren damit. Oh, wisst ihr was? Der Himmel hängt nicht. Ja, der Himmel hängt nicht. Der ist tadellos. Was sehr erstaunlich ist für das Baujahr und dieses Fabrikat. Die hängen sonst alle. Gut. Jetzt testen wir mal noch, ob die Lautsprecher gehen. Mach mal an. Dreh mal den Schlüssel ein Klettstück. Ja, jeden tut er schon mal. Ich höre jetzt zwar nicht. Dass er jetzt denkt, ich hätte jetzt hier eine Schraube übrig behalten. Wir hatten hier bei der Plastikschiene, hatten wir hier unten, da kann man jetzt nicht mehr sehen, eine neue, dickere Schraube genommen, weil die einfach nicht mehr hält. Das ist ja nur in so ein blechgebohrtes Loch, da ist keine Winde, kein nix. Und deswegen haben wir dann eine etwas dickere genommen, damit es wieder besser hält. So, jetzt haben wir uns den Rücken hier noch verbogen. Wichtig, Werkzeug gleich wieder aufräumen, sonst findet man es beim nächsten Mal nicht. Ja, und dann mal sehen, was als nächstes kommt. Wie jetzt? Naja, altes Auto. Da kommt immer irgendwas. Tschüss. Tschüss. Was hast du angenietet? Diese Gummidichtung hat er sich schon leicht gelöst. Und da hatte ich hier so eine Kunststoffnieten gefunden. Mit normalen Nieten ging es gar nicht. Aber diese Kunststoffnieten, die halten jetzt hier wunderbar. So soll es sein. Du kannst ja jetzt wieder... Achtung. Die Liege. So,
ist die Sonne weg. So, im Großen und Ganzen wartet jetzt, wie gesagt, erstmal. Das Auto sollte jetzt erstmal wieder so weit laufen und auch verriegeln, was der Sinn der ganzen Sache war. Und ich hoffe, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Ruhe mit dem schicken Audi. Okay, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.